Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Seele Luana. Mein Name ist Tina, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und in diesem Video geht es um Tinas kosmische Wochenschau mit den Karten für die Woche vom 1. bis zum 7. Mai. Ja, da kann man dann sagen, der Mai ist gekommen, ja, wir starten in einen neuen Monat. Und schauen wir mal, was die erste Woche im Mai uns an Energien, Botschaften, Infos bereithält mit den Karten, ja. Und ich werde dir alles sagen, was ich sehe, was ich spüre, was ich an Impulsen bekomme, ja. All das, was hier in den Karten gleich liegen wird, werde ich dir übermitteln, ja. Ich hoffe, dass es dir gut geht und vielleicht hast du ja schon Pläne für den Tanz in den Mai. Ja, das würde ich mir für dir wünschen, für dich wünschen und dass du da auf jeden Fall super schön in den Wonnemonat reinkommst, ja? Ja, ich starte mal direkt durch. Vom 1. bis zum 7. Mai für das Kollektiv. Spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn nicht, dann bist du vielleicht ein andermal dabei. Ja, dann mach es nicht zu deiner Legung. Und falls doch, klick immer wieder mal hinein und höre, was ich dir da so alles erzählt habe. So, Karten laufen gut. Andersrum. Der Ring, die Dame, das bist du. Du hast dich also auf jeden Fall schon mal hier mit selbst in die Legung gelegt, ja? Dann haben wir hier Fische, Störche, Hund, Blumen, Mäuse, Berg und Mond, ja? Was haben wir unterm Deck? Da haben wir den Schlüssel, ja? Der Schlüssel des Erfolgs, des Auf- und Abschließens, ja? Etwas, was auf jeden Fall mit Sicherheit kommt. Es geht ihm halt eventuell halt auch um Sicherheitsthemen, weil der Schlüssel eben halt davon spricht, ja. An die Karte der Schlüssel ist auf jeden Fall eine sehr positive Karte. Mit dem Schlüssel hat man die Dinge, die Situationen, ja, selbst in der Hand, ja. Da sehe ich immer so, wenn ich den Schlüssel sehe, habe ich immer so direkt die Hand dabei, wo ich diesen Schlüssel selbst in der Hand habe. Und ich sage ihm halt, was mache ich damit? Schließe ich auf, schließe ich zu, was mache ich damit? Ja. Deshalb kann es auch gut sein, dass du deswegen hier direkt dich in die Karten, in die Legung gelegt hast, ja. Und dass es eben halt hier ausschließlich darum geht, dass du es für dich in der Hand hast, ja. Die Woche beginnt hier mit den Mäusen. Ja, da arbeite ich mit zwei Seiten, mit der weniger und der mehr Seite. Ja, erstmal aber gesehen ist es so, dass hier mit den Mäusen etwas ist, wo ich sage, es geht dir vielleicht nicht ganz so gut. Ja, so die Woche startet eben halt so ein bisschen mit Mangel und auch mit so einem Unwohlseingefühl. Also so ganz on top bist du hier Anfang der Woche nicht, ja, das bessert sich aber hier mit den Blumen eben halt dabei, zumal es Gott sei Dank eben halt so ist, dass die Mäuse, wie gesagt, an dieser Seite liegen, ja, so dass man eben halt sagen kann, dass man mehr aus dieser Situation des Mangels und des Unwohlseinsgefühl herauskommt und es eben halt hier besser wird, ja. Und ja, die Blumen, die sprechen von Verbesserungen, von Freude, vielleicht halt auch eben halt ein Fest, ja. Wir haben ja jetzt, wie ich gerade schon sagte, den 1. Mai und zumindest hier in den deutschen Bereich, ja, ist das ein Feiertag. Und da tanzt man halt vom 30.04. in den 1. Mai hinein. Ja, einige von euch mögen das vielleicht kennen, ja, dass man so den Mai eben halt willkommen heißt und man da eben halt hier auf einer Veranstaltung, auf Feierlichkeiten eben halt unterwegs ist, ja. Und das kann gut eben halt überschwappen, jetzt so von Ende April, jetzt bis Anfang der ersten Maitage, ja, dass es da eben halt auch irgendwie besser geht.
Du hast dir aber hier in der Mitte den Ring gelegt. Das geht hier um Beziehung unter anderem, aber ich sehe hier eben halt auch, dass es um eine Wiederholung geht. Ja, wenn ich hier die Kombination sehe von Mäuse und Hund mit dem Ring, ja, ist es hier irgendwie so eine Wiederholung, eine bekannte Wiederholung. Also etwas dürfte dir eben halt nicht unbekannt vorkommen in Richtung der Mäuse, also in Richtung des Mangels und des Unwohlseingefühls, ja. Und auch womöglich der Ängste. Und das ist dir eben halt, wie gesagt, kein unbekanntes Thema, was ich hier direkt Anfang Mai zeigen will. Also was es genau ist, weiß ich nicht. Aber hier, ich nehme hier eben halt ein Gefühl wahr, was dir eben halt nicht unbekannt vorkommen dürfte. Ja. Ich sehe halt auch hier, dass hier Ring und die Fischekarte liegt. Ja. Diese Kombination ist für mich häufig eine Seelenverbindung, ja. Und beziehungsweise, wenn es sich nicht um eine Seelenverbindung geht, ja, dann ist es auf jeden Fall eine sehr intensive Verbindung mit der Fischekarte dabei. Ja, die spricht ja eben halt auch von der Seele und den Emotionen. Und Wasser ist tief, ja, deswegen ist das oft damit in Verbindung zu bringen, mit einer Seelenverbindung. Sieht man halt auch hier eine treue Verbindung, ja, die eben halt hier ist. Und wie gesagt, damit kann schon eben halt einhergehen, dass da etwas ist, ja, wo eben halt dieses Gefühl des nicht so Fröhlichseins ist, ja. Du drehst ja halt auch hier den Rücken zu der Karte der Blumen, ja, die eben halt von Verbesserung spricht. Aber irgendwie hast du das für dich nicht greifbar. Du schaust ja eben halt eher in das hinein, was nicht so schön ist, ja. Obwohl sich hier eine Verbesserung zeigen möchte, aber irgendetwas fehlt dir. Was es eben halt genau ist, weiß ich nicht. Da darfst du, glaube ich, ganz gut hineinspüren, denn du hast ja halt auch noch den Mond da zu liegen. Das ist auch eine emotionale Karte. Ja, hier liegt aber irgendwo etwas im Unbewussten, auch wenn ich das hier mit Ring, Fische, Mond sehe. Da sehe ich oftmals so, ich sage oftmals hier zu dieser Kombination auch, dass es wie so eine Waschmaschine ist. Ja, also hier haben wir den Ring, der sich dreht, 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 dreht. In Verbindung mit der Fischekarte, dem Wasser, ja, musst du dir vorstellen, es ist wie so ein Strudel oder eben halt, wie gesagt, so eine Waschmaschine, ja. Also sinnbildlich natürlich gesehen, eine emotionale Waschmaschine. Und wenn da jetzt eben halt so eine bestimmte Situation kommt, kommt mir eben halt so rüber, dann gehst du hier irgendwie in ein gewohntes Muster eben halt hinein. Ja, da darfst du eben halt wirklich mal drüber nachdenken. So dass man eben halt glatt sagen könnte, dreh dich doch mal um, ja, wenn ich dich mal hier hinlege, ja, dann sind hier eben halt die Blumen mit der Veränderung liegen hier, ja, und auch dieses bekannte Muster, dieses Treue, was dich da eben halt begleitet, eben halt dieser Mangel, der da eben halt in Verbindung steht, da scheinst du eben halt immer gleich zu schauen, immer gleich hinzuschauen. Und da heißt es hier tatsächlich, dreh dich doch mal um, ja, raus aus diesem Mangelgefühl, diesem Mangeldenken, ja, das sind ja auch hier Gedanken, Grübeleien sind das sogar eher. Ja, und hier liegen, wie gesagt, die Blumen halt dabei, wo sich was verbessern will, hier, wo sich halt auch etwas verändern will. Ja, und da ist es eben halt wichtig, dass du dich da umdrehst. Ja, genau. Hier sieht man eben halt auch, dass hier etwas im Verlust gehen möchte, nämlich eben halt dieses bekannte Grübeln. Warum ist das nicht da? Warum habe ich dies nicht? Warum habe ich das nicht? Ja, vielleicht bist du auch noch in einer bestimmten Erwartungshaltung. Da müsste das doch kommen und das kann man doch so denken und so weiter und so fort. Ich kann hier nicht ganz genau sagen, wie gesagt, um welche Situation es geht. Ich schaue mal, ob ich hier gleich noch was klären werde mit anderen Karten. Auf jeden Fall dürftest du aber spüren, dieses Gefühl spüren, ja, und wissen, Mensch, gehe ich da in diesen Kreislauf rein? Setze ich mich wieder in dieses Hamsterrad, in diese Waschmaschine hinein? Ja, so könnte man eben halt glatt sagen, weil hier möchte, wie gesagt, der Wandel passieren. Ja,
Ich denke halt auch so im Laufe der Woche wirst du dich noch nicht so 100% gut fühlen, weil wenn ich mal hier die letzte Reihe sehe, insbesondere mit der letzten Karte des Berges, ist das jetzt auch nicht so eine positive Karte, ja? Wobei ich hier sehe, da arbeite ich auch mit zwei Seiten, ja, wo ich sagen kann, du hast eben halt hier schon mal so eine Hürde genommen. Ja, das sagt mir das ja eben halt auch hier mit dem Bekannten. Du hast da es eben halt auch schon mal fließen lassen, hast darüber eben halt auch schon mal nachgedacht und hineingespürt, dass es eben halt einer deiner tiefsitzenden Ängste ist, ja, die verändert werden wollen, ja, und hier kann ich zu dieser Position eben halt sagen, dass die Karten auf der linken Seite liegen des Berges, dass du da eben halt schon etwas gemeistert hast und eben halt noch mal meistern darfst, ja. Wenn man das hier so sieht, Fische liegen hier neben dem Berg, da kommt es eben halt noch nicht so richtig ins Fließen, ja. Da stockt es eben halt. Hier, auch hier zeige ich das mal, wenn das so rumliegen würde, wäre es noch erschwerter, ja. Hier wäre die schwerere Seite zu den Fischen hin. Und wie gesagt, das hast du hier oder das haben wir hier Gott sei Dank nicht liegen, sondern eher, dass das Schwierige schon rausgehen will. Letztlich ist es aber so, dass die Karte nun mal da liegt, wo sie liegt, ja. Und da sehe ich eben halt, dass es eben halt zögerlich hier im Gang kommt, dass es hier wieder zum Fließen kommt. Auch Mäuse, Ring und Berg, ja. Hier sehe ich schon, dass hier etwas genommen werden will, eben halt hier dieser Kreislauf, auch der Kreislauf des Frustes, ja, auch der, was soll ich sagen, der Blockade, ja, der Probleme, ja, wo man immer wieder hineintappst. Wieso? Wie gesagt, die Blumen siehst du nicht, ja, die sind eben halt hier hinter dir. Ich lasse das mal so liegen von der Energie. Schau in die Blumen hinein. Ja, hier will also diese Hürde gehen und hier möchte eben halt auch mit Blumen, Ring und Mond, ja, sich eben halt wirklich dieses Verbesserte einstellen. Und ja, auch wir möchte halt auch, wie soll ich mal sagen, auch ein Bedürfnis von deiner Seite, ein Bedürfnis, welches du hast, erfüllt werden. Aber du darfst es. Oder du müsstest es eben halt auch zulassen, ja, weil du hast es hier in der Hand, das zuzulassen. Du hast den Schlüssel in der Hand. Willst du hier liegen, in den Mangel schauen oder willst du hier liegen und in die Blumen schauen? Das hast du hier in der Hand. Du hast den Schlüssel in der Hand, diese Mäuse wegzuschließen und die Blumen aufzuschließen und in den Wandel und in die Veränderung zu gehen, ja. Ich habe schon so das Gefühl, dass es dir gelingen wird, ja, weil der Schlüssel eben halt auch von Erfolg spricht, ja, und weil es dir nicht unbekannt vorkommt und weil die Fische und der Mond auf der linken Seite des Berges liegt, ja, du diese Hürde eben halt schon mal genommen hast. Wir sind doch jetzt mal neugierig, ja, und gucken mal, welches Thema es denn da ist. Was will sich denn da im Anfang der Woche zeigen, vom 1. bis zum 7. Mai? Um welches Thema geht es denn da? Um welchen Mangel geht es denn da? Um bekannten Mangel? Um was geht es hier? Das ist eine Aufbruchskarte mit den 8 der Kelche, ja. Und interessant, da haben wir auch noch mal den Mond dabei liegen, den haben wir auch hier, ja. Und das heißt hier mit dem Mond und auch hier die Karte der Mond aus den Nenomor-Karten, man hat 8 Kelche gesammelt. Das ist ja enorm viel, ja. Das heißt, wenn man weiß, die Reihe hat 10 Kelche und 8 hat man schon und macht sich jetzt auf den Weg, den 9. Kelch zu finden. Und schau mal hier sind auch die Berge, hier ist das Dunkle, ja. Also da geht man durch die Ängste und man sagt sich eben halt, hey, ich habe zwar schon 8 Kelche gesammelt, ja, aber
mir fehlt noch etwas, aber dann mache ich mich eben halt hier auf den Weg, nehme meine Ängste zusammen, gehe hier durch die dunkle Nacht, hinterlasse 8 Kelche, um eben halt, wie gesagt, den 9. und den 10. Kelch mir zu holen, ja. Und da kannst du dich aber eben halt nur auf den Weg machen. Also wie gesagt, das ist eine emotionale Aufbruchskarte. Was hilft dir denn dabei? Was hilft dir denn dabei? Also das Thema ist, du musst dich aufmachen, ja? Auch wenn es dich emotional hier rührt, hier du in diese Waschmaschinen-Emotionen gehst, ja, brrrt, das gibt ja auch so einen Strudel, kann man auch sagen, ja, und dass du dich eben halt da hinaus bewegst und du dich auf den Weg machst, ja, was hilft dir dabei? Dich zu verteidigen. 7 der Stäbe, das ist Kommunikation, eben halt 6 Stäbe hier abzuwehren. Ja, du bist hier du nimmst hier diese Position ein, hältst hier diesen Stab quer, ja, und wehrst eben halt hier diese, was sehr bedrohlich aussieht, diese 6 Stäbe schiebst du weg, du verteidigst dich, also du darfst dich da verteidigen. Da kommen wir ja der Sache irgendwie halt auch schon näher, ja. Was dürfen wir noch wissen? Was darfst du oder kannst du noch machen? Was unterstützt dich noch? Ja. Die Königin der Münzen. Ja, das ist eine Karte aus der Reihe der Hofkarten und hier im Speziellen der Münzreihe. Ja, die Königin der Münzen. Die weiß genau, was sie will. Wir sind halt auch jetzt im Monat des Stiers, ja, des Tierkreis, blub, kommt wieder alles zu schnell, des Tierkreises Stier, ja, und dass jetzt hier die Münzkönigin, die dazugehört, eben halt sich zeigt, bedeutet eben halt, achte auf deine Werte, du kennst deine Werte, ja, behalte hier deine Werte, sei hier positiv, sei selbstbewusst, ja, sei aber auch hier in Herzensliebe mit dem Häschen, mit dem Hasen, der hier ist, ja, du sitzt hier eben halt auf den Thron, letztendlich die Münzkönigin, die weiß ganz genau, was sie will, und lass dich da nicht von diesem Thron runterschubsen, ja, und bleibe aber bodenständig, geh eben halt hier nicht in diese Emotion rein, das unterstützt dich eben halt auch, ja. Mit den 7 der Stäbe kommt mir irgendwie halt auch so rüber, ja, lass dich nicht in eine Position schubsen, drängen, ja, wo du eben halt nicht rein möchtest, ja, aber auch emotional in dir, gehe nicht in dieses Gefühl eben halt hinein, stoße das eben halt auch irgendwie weg, so aus dem Innen heraus habe ich so das Gefühl, ja, und verteidige dich eben halt hier, wenn es womöglich eben halt heißt, ja, aber du bist es doch, ja, und wenn du nicht, ja, und also wenn man irgendetwas dir überstülpen möchte, was gar nicht mehr stimmt, ja, wo du gar nicht mehr, schon lange gar nicht mehr an diesem Punkt bist, ja, verteidige dich da, du weißt ganz genau, das ist nicht deine Baustelle, das ist die Baustelle des anderen, sonst würde hier nicht die Verteidigungskarte kommen, sonst hätte ich es anders gesagt, ja, sonst hätte ich da eben halt auch gesagt, das ist deins. Aber dieses Gefühl ist dir eben halt hier bekannt, ja, und das wühlt dich aber eben halt emotional auf. Wieso sagt die Person das? Das soll ich jetzt schon wieder sein, ja, und das stimmt doch gar nicht. Und dann lässt du dich quasi dadurch runterziehen, gehst eben halt hier in niedrigere Energien hinein, ja, und was aber eben halt gar nicht gut und förderlich für dich wäre, sondern eben halt hier, bleib im Level oben. Lass dich nicht runterziehen. Also geh du nicht hier in diese niedrigeren Emotionen und Energien rein. Ja, stoß die eben halt hier von dir. Du weißt genau, was du willst und du bist hier in der Energie der Königin.
Lass das mal auf deine Zunge zergehen. Du sitzt hier auf dem Thron. Du bist hier oder du darfst eben halt hier bodenständig sein. Und wenn du es nicht so sein kannst, ja, dann wende dich an eine Frau, die diese Bodenständigkeit hat. Vielleicht kennst du einen Stier, Jungfrau oder einen Steinbock, ja, ob männlich oder weiblich, uninteressant, aber eben halt die Person, die eben halt diese Erdqualität hat, die dich eben halt hier erden kann in deiner dieser Situation. Ja? Schau hier in die Blumen hinein. Wohin führt dich das denn dann? Spinzen wir mal ein bisschen nach vorne, über die Woche noch hinaus. Wohin führt dich das? Fünf der Schwerter. Ja, ich habe letztens in einem astrologischen Video gesehen, dass der Mai, dass man da ganz schön aufpassen darf in Bezug halt hier auf Beziehungen, ja. In der sogenannten Beziehungsachse, 1-7-Achse nennt man das, das ist die Beziehungsachse, da sind jetzt bestimmte astrologische Konstellationen, ja, Planeten, ich möchte nicht zu astrologisch werden, möchte das aber dennoch gerne mit einbeziehen, ja, für dich eben halt tatsächlich halt auch als Warnung, weil die Karte jetzt die 5 der Schwerter folgt, ja. Dass du aufpassen darfst in Beziehungen, ja. Also eher, wenn du merkst, hier kommt ein Sturm auf, ja, ist diese Karte ein sehr wichtiger Hinweis für dich. Begib dich nicht in diesen Anführungsstrichen Krieg, in diese Diskussion, in dieser Streit, in dieser, wie gesagt, niedrigeren Energie, die hier ist, weil bei dieser Karte gibt es keinen Gewinner. Geh nicht in diese Metzelei. Ja, hier gibt es keine Gewinner. Hier gibt es nur Verletzungen. Hier gibt es nur Sturm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du da rein willst. Ja, also gehe eher im Halt in dieser Energie der 7 der Stäbe, schubst diese Energie weg. Weg damit. Ja. Schnür ein Päckchen imaginär rein mit diesem ganzen Stress und der negativen Energie und schick's ins Universum. Die machen das schon. Die machen das schon. Begib dich nicht in Diskussion, kann ich dir nur empfehlen. Es wird keinen Sieger geben, weder noch du, noch eben halt mit der Person, um die es geht. Ja, kann ich nur, wie gesagt, dir wärmstens ans Herz legen. Ja, ich hole mir noch uns hier eine Botschaft vom kleinen Liebesorakel. Es geht aber anstrengend los im Mai, ne? Da hat sich schon eine umgedreht. Ja, da sehe ich schon mal die Überschrift. Da ist direkt die nächste Botschaft. Wunderbar, vielen Dank. Hier haben wir, lass los. Du hältst schon viel zu lange an der Sache fest. Es wird Zeit für einen Neuanfang. Spring ins Abenteuer und lass dir frischen Wind um die Nase wehen. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Meister Eckhart hat das gesagt. Meister Eckhart, da muss ich an den Meister Eder denken. Wenn vielleicht ganz viele von euch nicht wissen, Meister Eder hängt in Zusammenhang mit einer früheren Kinderserie, die ich geschaut habe. Die hieß der Pumuckl. Vielleicht kennt die doch jemand von euch, ja. Und da gab es einen Meister Eder. Hier geht es aber um den Meister Eckhart. So, dann haben wir. Vielleicht wird alles viel leichter. Man sah, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt. Und mit ein wenig Abstand wirst du ganz anders über die Sache denken. Das ist es nämlich. Geh nicht in den Krieg. Manchmal ist von etwas Abstand nehmen auch ein Schritt nach vorne. Ja, das ist auch nochmal ein super Hinweis, ja? Schauen wir nochmal nach den astrologischen Energien, die wir da haben. Ja, so. Da haben wir das dritte Haus. Das ist auch das Umfeld.
Das ist so die weitläufigere Verwandtschaft halt auch. Das sind auch Nachbarn. Ja, das dritte Haus ist das Haus der Kommunikation. Ja, hier haben wir eben halt das Thema der Fische. Das ist eben halt auch das Thema des Friedens und des Fließenlassens und des Vergeben und Verzeihens, ja, auch des Annehmen. Ja, das haben wir hier mit den Blumen halt auch gegeben. Und dann haben wir hier noch die Neptun-Energie dabei. Neptun ist die bedingungslose Liebe. Der Hund, ja, wenn du vielleicht auch Hundebesitzer oder Hundebesitzerin bist, ja, dann ist es so, dann kennst du das, ja. Wenn du mit deinem Hund zum Beispiel schimpfst, ja, der hat jetzt irgendwie was angestellt, wie auch immer, ja. Und der Hund, ja, wie gesagt, du schimpfst mit ihm und ich sag jetzt mal eine Stunde, dann gehst du eine Stunde, zwei außer Haus, dann kommt der trotzdem mit Wedeln und Juhu, du bist wieder da und mein Herrchen, mein Frauchen, ja, ich liebe dich so bedingungslos, auch wenn du gerade geschimpft hast, alles nicht so schlimm. Das ist bedingungslose Liebe. Und das ist auch Neptun. Ja, je nach Situation, was da ist. Mach dich auf den Weg, ja. Heißt aber auch nicht Akzeptanz, ja. Heißt nicht, dass du eine Situation gutheißen musst. Aber es heißt, so anzunehmen, wie es ist. Bedingungslos. Du weißt nicht, wo der andere in seiner Entwicklung steht. Du weißt, wo du stehst. Ja, du weißt hier, dass du die Königin der Münzen bist. Ja. Dann dürftest du aber auch wissen, ich gehe nicht in diesen Kampf. Ich sage mir, okay, mein Gegenüber, wer immer es auch ist, ja, ist an einem anderen Punkt als ich, auf einer anderen Stufe, wertfrei gesagt, wie ich, ja. Und ich nehme die Situation an, ich akzeptiere sie und gehe in die bedingungslose Liebe. Und lass es fließen. Das wird eine Kröte sein. Es ist aber so, es sind immer wieder nicht Objekte, es sind immer Übungssituationen, damit dieser Berg halt auch gehen kann, ja, und dass du eben halt aber auch hier aus diesen Mäusen rausguckst, ja, rausgehst und in die Blumen schaust, ja, in die Veränderung gehst, in den Wandel gehst. Es ist ein Wandlungsprozess. Es wird, wo ist er? Vielleicht wird ja alles viel leichter. Das ist ja mal ein Reading direkt hier zu Beginn des Monats, mein lieber Schwan. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Legung ein bisschen helfen konnte und dir da ein paar unterstützende Dinge mit auf den Weg geben konnte. Und wie gesagt, ja, gehst du mit dieser Legung in Resonanz, schau immer wieder mal rein, ja? Nichtsdestotrotz wünsche ich dir einen wunderbaren Start in den Mai, einen schönen Maifeiertag. Ja, genieße ihn und mach das Beste aus der Situation. Ja, alles, alles Liebe für dich. Bis dahin, die Tina.